Ich will mein Aufgebraucht-Video machen und genau jetzt verschwindet die Sonne. Finde ich super. Ich wollte nämlich noch die Zeit nutzen, obwohl es schon relativ spät ist, wollte ich noch unbedingt ein Video drehen, weil ich eh nie dazu komme. Ich war nämlich brav arbeiten und habe mir gedacht, es ist noch genug Licht da. Also vorher war noch genug Licht da. Und deswegen wollte ich unbedingt... Oh nein, jetzt ist das rausgeflogen. Oh no. Deswegen wollte ich unbedingt das Aufgebraucht-Video machen. Fangen wir auch gleich mal an, weil so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich sollte dann noch schnell einkaufen gehen und meine Wäsche dann noch aufhängen, weil ich habe da noch die Wäsche eingeschalten. Ja, weil ich treffe mich dann mit der lieben Tanja und da will ich die Kamera auch mitnehmen. Ich hoffe, ich vergesse nicht schon wieder. Jo, fangen wir mal an. Müll. Ich zeige euch mal wieder die Sachen, die ich ja immer leer mache, also die was schon echt öde sind, zum Beispiel die großen Wattebeds. Dann, was ich jetzt schon ewig nicht mehr herzeigt habe, Wattestäbchen. Zeige ich kaum her, also die schon. Weil die kaufe ich mir immer nach. Das sind die ganz normalen von Müller von der Eigenmarke. Und das sind diese Kosmetikstäbchen mit diesem spitzen Ende und mit dem Pedal-Dings. Ja. Ich habe die eine Zeit lang gesucht, weil ich habe nicht gewusst, dass sie die Verpackung umstellen. Kennt ihr auch, ist auch schon mega öde. Cadea Vera Reinigungstücher. Die habe ich bei meinem Schminktisch. Das sind diese Hydro. Und das sind die Ananas, die was ich zum Abschminken verwende. Nur den groben Rest runterzukriegen. Dann habe ich hier die Einwegwaschlappen. Jetzt habe ich gedacht, das donnert, aber das hatte ich nur sagen können, weil ich glaube, das war ein Motorrad. Katastrophe. Einwegwaschlappen habe ich auch aufgebraucht. Meinen Hofer Augen-Make-up-Entferner habe ich auch aufgebraucht. Kennt ihr auch. War jetzt mein letztes Backup, würde ich nicht mehr nachkaufen. Die zwei Sachen zeige ich euch auch kurz her, weil die kennt ihr ja auch auswendig. Das ist die Nivea Indus Lotion. Kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich merke jetzt wieder, ich brauche das. Also es klingt vielleicht dämlich, aber ich merke, ich brauche das wieder und ich musste mir wieder nachkaufen. Ich habe heute vergessen. Und meinen Express Nail Dry Spray von Essence. Habe ich jetzt schon länger nicht verwendet, weil ich zurzeit keine Nägel lackiert habe. Aber ich habe den aufgebraucht, weil ich habe die Zehennägel lackiert gehabt und da habe ich den halt geschafft aufzubrauchen. Nochmal Wattepads, damit diese unspektakulären Dinge mal weg sind. Und ich glaube, jetzt habe ich alle langweiligen. Ja, so. Ich versuche das diesmal ein bisschen zu mischen, weil ich habe vorher nämlich Duschgel gezeigt und das fand ich ein bisschen langweilig. So. Nehmen wir mal da ein paar Sachen raus, die ich euch jetzt mal zeige. Ich habe aufgebraucht einen Badezusatz von Balea. Ich habe ziemlich viel Balea in dem Monat aufgebraucht, habe ich das Gefühl. Ich kaufe nicht mehr so viel beim DM, aber ich habe noch so viel. Und deswegen geht hauptsächlich Balea leer. Aber es ist auch eine gute Marke. Also ich mag eigentlich hauptsächlich die Eigenmarken von Müller oder DM eigentlich am liebsten. Werdet ihr gleich sehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nicht mal mehr irgendwie reden. Den Badezusatz, ich glaube, das ist der neue. Das Badepuder Deine Auszeit habe ich aufgebraucht, fand ich sehr gut, aber Balea Badezusätze würde ich mir immer wieder kaufen. Dann habe ich von Tetisep war das, glaube ich, die Verpackung finde ich mega von dem. Die Verpackung ist mega schön von dem. Karibikzauber, ich glaube, das war damals in so einem Set. Aber der war echt gut. Der war echt gut. Ich habe den aber nicht mehr gesehen. Also kann sein, dass das so ein limitierter war, leider, weil ich fand den wirklich gut. Duschgel habe ich noch eins aufgebraucht von TK Maxx. Sieht so aus. Ich fand das in der Verpackung hat es gut gerochen, auf meiner Haut leider nicht. Also habe ich es als Badezusatz verwendet. Das hat aber ewig gehalten, weil da waren 500 Milliliter drinnen und das hat so lange gehalten. Aber ja, ich traue den jetzt nicht hinterher, weil beim TK Maxx kriegt man ja nicht immer wieder dasselbe leider, aber dem traue ich jetzt ehrlich gesagt nicht hinterher. Bin froh, dass ich es leer gemacht habe. Na bitte, meine Sonne kommt wieder. Eine Klinik-Gesichtspflegeprobe habe ich auch leer gemacht. Das war die Hydro Rush Moisturizer. Eigentlich brauche ich es euch gar nicht so richtig vorlesen, weil die Pflege gibt es nicht mehr. Ich habe nur die Proben noch gefunden und versuche halt meine ganzen Klinikproben jetzt gerade aktuell leer zu machen. Ich habe noch ganz viele. Die fand ich aber gut als Make-up-Unterlage. Finde ich schade, dass die nicht mehr gibt. Aber die lösen ja immer, also lassen immer die geilen Sachen auf, wie wir das kennen. Ich habe da die Peel-Off-Maske von Lancaster oben kleben, finde ich super. Noch eine Probe habe ich leer gemacht. Ich versuche gerade eher Proben leer zu machen als Pflege. Ich bin nämlich so Gesichtspflege faul, das ist nicht mehr normal. Ich bin so sauer auf mich, ich habe so viel Gesichtspflege. Und bin in letzter Zeit so faul, dass ich aber versuche, die Gesichtspflegeproben wenigstens leer zu machen. Hier habe ich eine von Elisabeth Arden. Ich habe die Tube auch aufgeschnitten. Ich mag die. Als Nachtcreme ist sie mir ein bisschen zu wenig. So sieht die Tube aus. Ich habe sie aufgeschnitten, wie gesagt. Als Nachtcreme war sie mir ein bisschen zu wenig.
aber ich finde die nicht schlecht. Aber die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie in größeren Filialen noch gibt. Müsste ich einmal schauen. Weil bei uns gibt es die leider nicht mehr. Und ich finde die aber gut. Dann habe ich hier wieder ein Balea-Badezusatz. Das waren die Badeperlen. Die kennst du schon. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Und ich habe auch Gott sei Dank viele Backups noch. Eine Balea-Seife habe ich aufgebaut. Ich muss nur sagen, ich bin so semi-begeistert. Von Aveo und von Balea, von den Seifen. Irgendwie haut mich da keine mehr so um wie früher. Früher gab es ja immer eine, was mich dann immer extrem umkaut hat, die was ich immer bunkern wollte, aber irgendwie schafft das keine Seife mehr. Okay, stimmt nicht. Ich habe eine Seife, die von Balea, das ist die da. Die Can Coco heißt die, die fand ich mega geil. Also die, der traue ich so hinterher, weil die war so gut. Ich muss die mir unbedingt nochmal nachkaufen. Ich habe noch ganz viele von Terra Naturi, die ich noch vorher aufbrauchen muss, aber ich will die mir nachkaufen, weil die fand ich echt gut. Und die ging leider viel zu schnell leer, weil die mochte ich sehr gerne. Eine Badebombe von Lush habe ich aufgebraucht. Blende ich euch hier ein, das war ein Roboter. Die liebe Tanja hat mir nämlich ganz, ganz viele Badebomben geschenkt und die war mega. Ich freue mich schon auf die anderen, heute benutze ich vielleicht wieder eine. Die war mega geil. Also ich poste das eben auf Instagram, also die war mega. Ein Make-up habe ich leer gemacht. Ich hätte das schon viel früher herzeigen können, aber ich habe euch vergessen, das zu zeigen. Das ist ein Rimmel-Make-up. Ja, Rimmel London heißt die Marke. Habe ich schon ewig und 3 Tage. Weiß ich nicht, wie lange ich die schon in der Sammlung hatte. Ja. Eine Zeit lang mochte ich das sehr gerne. Ich mit meinen sehr gerne. Eine Zeit lang habe ich das wirklich gerne benutzt. Macht es auch nicht besser. Dann habe ich es mir nachgekauft und dann fand ich es komischerweise nicht mehr so gut. Und dann habe ich es aufgehört zu benutzen und es kommt nichts mehr raus. Ich könnte es aufschneiden, aber ich habe extra keinen Bock, weil es ist eh schon alt und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich es euch im Aufgebraucht-Video, was man alles findet. Dann haben wir hier noch eine Probe von einem Gesichtsserum. Lift and Repair Serum hat das geheißen, das heißt Medical Beauty. Es war gut, aber ich würde es mir ehrlich gesagt nicht kaufen, weil ich habe so viel Gesichtspflege. Wo ist meine Sonne? Verdammt. Ich habe so viel Gesichtspflege, deswegen würde ich sie mir jetzt nicht kaufen. Nose Stripes habe ich auch aufgebraucht, 2-mal, aber irgendwo müssten da noch welche sein, genau. Da habe ich noch einmal eine Packung. Sehr schleißig verwendet in letzter Zeit. Das Problem ist, die Biore mochte ich eigentlich am liebsten. Aber die halten bei mir manchmal nicht mehr. Da muss ich noch einmal eine Packung verwenden. Und das finde ich komisch. Ich hatte es vor kurzem auch. Ich habe jetzt wieder welche aufgebraucht. Für August schon. Und die haben nicht gehalten. Und ich finde das komisch. Ich finde das echt komisch. Muss ich mal beobachten. Einen Duschschaum von Bilou habe ich leer gemacht. Und ich muss sagen, ich fand den mega schrecklich. Der war so schrecklich. Das war der Lovely Peach. Ging gar nicht. Also das ging echt gar nicht. Ich fand den mega schrecklich. Nein. Also einfach nein, weil ich habe den ja so hinterher traut und wollte den damals unbedingt haben und habe den dann zufällig in irgendeinem Beeper oder so gefunden, auch reduziert, wenn ich mich nicht irre. Nein, also der war bis jetzt der allerschlimmste von den Bilou-Duschschäumen. Wirklich der allerschlimmste. Ich zeige ihn euch nochmal von nahen. So sieht er aus. Die Verpackung ist ja ganz süß, obwohl die Pfirsich auch schon wie ein Hintern, aber es ist ja, ich finde es schon wie ein Hintern aus. Aber okay. Ja, die Verpackung ist ganz okay, aber hat mich jetzt nicht umgehauen, würde ich jetzt mal sagen. Von Balea habe ich eine Hydro-G-Gesichtsmaske aufgebaut und die war mega gut. Die sieht so aus. Ich kann mich erinnern, die Tanja hat sie auch benutzt, weil wir haben die, glaube ich, gleichzeitig gekauft und sie fand sie nicht so gut, aber ich war verliebt in die. Also ich fand die wirklich gut. Ich fand den Melone-Duft auch jetzt gut. Er war jetzt nicht so extrem Melone, so wie man es halt von Melone kennt, aber ich fand den gut. Leider gibt es sie nicht mehr. Leider gibt es sie nicht mehr. Ich weiß, ich überlege gerade, wie lange das her ist, wo es die gab. Ich glaube, das ist schon ewig her. Ich fand auch die Verpackung so mega schön. Aber leider. Ich würde sie mir nachkaufen, aber leider gibt es nicht mehr. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass mein Aufgebraucht ein bisschen melonelastig ist, weil ich habe auch das Peeling aufgebraucht. Das habe ich von einer ganz, ganz lieben Freundin bekommen und ich habe mich so über das gefreut. Ich fand den Peeling-Effekt von dem mega. Und der Duft war mega gut. Ich war vor ein paar Wochen, glaube ich, war ich im Action. Hab den aber leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich mir das nachgekauft, weil das war echt, echt gut. Und die Verpackung ist auch mega geil. Also wenn ich das irgendwann mal wieder sehe, werde ich es mir nachkaufen. Irgendwas klebt hier drin, das macht mich irre. Ein Duschgel habe ich noch leer gemacht, das war das Like Pina Colada. Das war sehr gut.
Mir schmeckt mein sehr gut, ich weiß. Dass die Verpackung war nur ein bisschen detailliert. Weiß mir mal, dass mal im Kasten rausgeflogen ist. Aber das war ein richtig geiles Duschgel. Macht ja komische Geräusche. Ja, also das mochte ich wirklich. Also Aveo-Duschgele, die von damals, die mochte ich schon. Aber ich habe schon ewig keine mehr von Aveo gekauft. Ich weiß nicht, wie die jetzt sind. Früher mochte ich die, besonders die limitierten. Weil das war ja auch so ein limitiertes Duschgel. Das war das Pina Colada, habe ich schon gesagt. Und ich bilde mir ein, sie haben einmal das Pina Colada wieder ins Sortiment genommen, aber das war nicht so gut wie das da. Ja. Ich finde die Verpackung auch mega schön, aber leider gibt es das nicht mehr. So, eine Zahncreme habe ich aufgebraucht. Ich muss mir mal die Mundspülung auch anschauen von dieser Parodontax. Ich habe jetzt heute mir wieder die Nachkaufen vergessen, weil ich hatte das Gefühl, dass die schon geholfen hat. Ich bin schon so müde. Katastrophe. Ich habe eine Probe von Clarins aufgebraucht. Das war so eine Art getönte Tagespflege. Die Farbnummer 3 in Litchi. Das gibt es aber leider nicht mehr. Es hätte nämlich schon gepasst. Es war ein bisschen zu dunkel. Ich habe es halt noch mit etwas Helleren gemischt. Weil blöderweise bei Clarins passt mir keine einzige von diesen getönten Tagespflegen. Bis auf die neue. Die neue, die passt mir. Und die neue möchte ich unbedingt haben. Da habe ich hier auch vor kurzem eine Probe, glaube ich, aufgebraucht. Die habe ich euch hier gezeigt. Die sieht so aus. Ich habe auch die Dube, glaube ich, aufgeschnitten, wenn ich mich nicht schneide. Eigentlich eh mal alles auf. Ja, aber da ist mir der untere Teil verschollen. Also, ich habe den oberen Teil verschmissen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das hingefetzt habe. Aber das habe ich aufgeschnitten und komplett aufgebraucht. Ja, also Clarins-Proben zahlt sich echt aus, wenn man die noch aufschneidet, weil da ist noch mega viel Produkt drinnen. Und in letzter Zeit schneide ich, außer Zahncreme, aber in letzter Zeit schneide ich fast alle Duben auf. Das Peeling habe ich jetzt auch nicht aufgeschnitten, aber so Gesichtspflege, Reinigung und so und Proben, die schneide ich schon auf. Oder Primer, ich habe jetzt heute auch einen Make-up-Primer aufgeschnitten, also ja. Manche schneide ich schon auf, aber halt nicht alles. Mein Gesichtswasser ist leer von Biotherm und leider geht das ja aus dem Sortiment. Es habe ich auch vor kurzem nachgeguckt und es geht auch wirklich raus. Ich bin mega angepisst. Ich habe jetzt ein anderes gefunden von Oliveda. Ich habe mir das ja gekauft. Ich habe es euch nur in einem Video vergessen zu zeigen, weil ich es halt in Benutzung schon genommen habe, weil ich es dringend gebraucht habe. Aber das hier finde ich kacke, dass sie das rausgenommen haben, weil ich liebe dieses Gesichtswasser. Aber ich warte jetzt noch, bis sie, wenn ich Glück habe, reduzieren sie ja das Gesichtswasser von Biotherm, dann werde ich mir das nachkaufen, aber sonst, wenn es reduziert ist, würde ich es mir kaufen, sonst nicht. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und sie reduzieren es bald. Von Dermacol habe ich ein Duschgel aufgebraucht, das war das Wassermelone, das war so geil. Ich habe das ja von der Vivi geschenkt bekommen, weil ich da so hinterher trauert habe, dass ich das nicht mehr habe. Sie hat mir das ja zum Geburtstag geschenkt und ich wollte das unbedingt benutzen, weil ich Wassermelone ja im Sommer mega liebe. Und ihr wisst, ich bin generell ein Wassermelone-Junkie. Und in dem Monat habe ich so viel Wassermelone-Produkte aufgebraucht, nur so nebenbei. Dermacol kommt man relativ schwer drauf, außer man bestellt sie bei Notino online. Ich liebe diese Dermacol-Duschgele. Ich finde die mega. Ich finde die wirklich mega. Einmal habe ich von Balea die Hydrogel-Augenpads aufgebraucht. Ich kann aber noch nicht wirklich was dazu sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil ich finde die Verpackung so mega schön. Also Balea schafft es einfach immer, mich Sachen zu kaufen zu lassen, nur wegen der Verpackung. Also es ist echt Hammer. Terra Naturi finde ich auch nicht so schlecht. Ich habe da nämlich eine Maske aufgebraucht. Das ist diese Peeling und das ist 2 in 1 so. Peeling und Maske, so. Die Café ist das, ich liebe die. Und leider gibt es die nicht mehr. Ich habe mir ja damals sehr viele gebunkert und ich finde es echt schade, dass die auflassen haben oder dass die limitiert war. Gesichtspflegeproben habe ich auch leer gemacht. Einmal die hier, die kennt ihr eh schon, die mochte ich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich davon keine mehr habe. Ich finde den Duft von der so mega schrecklich. Ich habe die nur fürs Dekolleté verwendet. Ja. Noch zwei, das fand ich auch nicht so gut. Das war von Douglas eine Probe. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch haben. Das war so eine Feuchtigkeitspflege, aber auch für trockene Haut. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mir vom Gefühl auf der Haut und vom Duft her überhaupt nicht gefallen. Welche mir aber schon gefallen hat und mich echt verwundert hat, dass mir die so gefallen hat, war die schützende Tagescreme von Kneipp. Die ist neu. Und die war echt gut. Also die fand ich wirklich gut. Und ich überlege, ob ich... Ich weiß nicht. Also da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir die Probe nicht aufhebe und
mir überlege, ob ich sie kaufe. Weil die finde ich echt gut. Ich habe noch einen Badezusatz aufgebaut. Also eine Mini-Badebombe von der Nala ist das ja, glaube ich. Ja, die habe ich ja von Action gekauft. Fand ich ganz okay, aber war jetzt nicht der Oberburner leider. Hat nur so ein bisschen gesprudelt, war dann urschnell im Badewasser weg und hat nichts gemacht leider. War halt keine Lush-Badebombe. Aber sie war okay. Also für die paar Cent, was er kostet hat, aber unbedingt haben muss ich es jetzt nicht noch einmal. Nochmal No-Straps habe ich aufgebraucht. Ich habe so viele aufgebraucht, weil ja die auf meiner Nase nicht halten wollten. Ein bisschen was haben wir noch. Also, ich habe noch aufgebraucht eine Kirschemaske von Schäbens. Ich habe da noch ein paar Backups gehabt, weil meine Mom ja die auch gehabt hat. Ich fand die Kirsche bis jetzt am allerbesten. Und ich habe das ja im letzten aufgebrauchten Video schon gesagt, ich muss mir mal wieder die Schäbens anschauen. Ich kaufe die mir irgendwie gar nicht mehr. Dann die Balea Augenpads habe ich auch aufgebraucht. Ich mag die bis jetzt eigentlich am liebsten. Ich finde die Hydrogel auch gut, aber ich finde eigentlich die bis jetzt am allerbesten. Weil die nicht so vom Auge rutschen. Eine Reinigung habe ich auch aufgebraucht von so einer koreanischen Marke, glaube ich, war das. Ja. Ich kann die Marke nicht aussprechen. So sieht die aus. Das war nur eine Einmalanwendung. Es war ganz okay, aber ich würde es mir jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht. Das ist die Aldo Vandini Maske gewesen. Die war gut. Das war eine mit Matcha und Ingwer. Aber die haben ja leider komplett Aldo Vandini umgestellt. Und ich finde die alte Variante viel, viel besser als die neuen Sachen. Also ich habe die neuen noch nicht probiert, aber mich sprechen die neuen auch ehrlich gesagt nicht an. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Backup habe von der. Jo, dann habe ich Make-up-Produkte ein paar aufgebraucht, aber viele sind es nicht. Ein Puder habe ich leer gemacht, das war das von Essence. Fand ich nicht gut. Ich meine, mich hat es gewundert, dass der Deckel nicht abbrochen ist, weil das war eine Zeit lang so ein Phänomen bei Essence, dass der Deckel immer abbricht. War bei dem Gott sei Dank nicht mehr so, aber ich würde mir ehrlich gesagt keine Essence-Puder mehr kaufen. Da stecke ich lieber ein bisschen mehr Geld rein und habe dann was, mit dem ich zufrieden bin, weil mit dem Essence war ich nicht zufrieden. Und geht es nur mir so oder ich habe das Gefühl, dass die Essence-Puder urschnell leer gehen? Ich weiß nicht, liegt es an mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Puder gehen urschnell leer. Ich habe mein Augenbrauengel von Miss Lean aufgebraucht. Das sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen, weil ich habe so viele Sachen in der Hand. So sieht das aus. Kennt ihr eh auswendig. Habe ich sehr viele Backups gekauft von dem. Liebe ich noch immer. Und benutze ich immer noch, wie ihr seht. Ein Lipline habe ich auch aufgebraucht von Clinique. Da war ich echt überrascht, dass der so schnell leer gegangen ist. Weil den möchte ich mir irgendwie nachkaufen. Weil der war echt gut. Das war die Nummer 07 Intense Blush, der war echt gut. Ich habe den oft ein bisschen nur so tragen oder ohne Lippenstift und nur den Lip Liner. Also ich fand den, man sieht die Farbe leider so schlecht, aber ich fand den echt gut. Würde ich mir sogar nachkaufen. Was ich mir nicht nachkaufen würde, wäre dieses Shampoo. Ich weiß nicht, ob ihr das ja schon mitbekommen habt, ich habe ja wieder einen Freund. Ich muss darüber eh noch ein Laber-Video machen. Ich habe eh auch einen auf Instagram mal so einen Fragenkastel gemacht und da habt ihr mir ein paar Fragen gestellt. Das will ich unbedingt in ein Video packen. Das wird aber noch brauchen, bis ich dazu komme. Vielleicht im Urlaub dann. Ja, ich war froh, dass er mit mir das mitbenutzt hat, weil so ging es schneller leer. Es war gut, mir hat der Duft sehr gut gefallen. Aber für meine Haare war das einfach nichts. Der Duft war mega. Das war auch der Grund, warum ich mir das damals gekauft habe. Aber das Blöde war halt, dass es für trockenes und strapaziertes Haar war. Und das habe ich halt nicht. Ich habe halt sehr dünnes und sehr feines Haar. Und das war halt irgendwie nicht mein Shampoo. Was ich schade finde, weil den Duft finde ich gut. Nachkaufen würde ich es mir aber nicht mehr. Ich habe ja auch genug Shampoo noch. Ich brauche mir dabei nichts mehr kaufen. Zweimal habe ich die Clinique Gesichtspflege leer gemacht. Die sieht so aus. Die fand ich gut. Die fand ich echt gut. Die haben die ja schon 100 Mal, glaube ich, neu formuliert, wenn ich mich nicht ganz irre. Jetzt hat sie 40 Lichtschutzfaktor. Also einen 40 hohen, wie sagt man das? Einen Lichtschutzfaktor von 40, so. Aber ich fand die nicht schlecht. Ich fand die wirklich nicht schlecht. So als Make-up-Unterlage fand ich die echt gut. Aber ich habe, wie gesagt, viel zu viel Schmarrn, deswegen kaufe ich mir nichts nach. So, noch einmal No-Straps. Das waren aber die von Primark. Die fand ich ein bisschen besser. Vielleicht probiere ich die demnächst wieder aus. Und ich ärgere mich, wenn die gut sind, wenn ich habe vergessen, mir welche mitzunehmen. Ich war vor kurzem im Primark und habe vergessen, mir welche mitzunehmen. War ja klar. Dann habe ich eine Ampulle aufgebaut, leider nur eine. Ich war sehr schleißig in dem Monat. Die Hydro mag ich bis jetzt am liebsten, von denen im Standardsortiment. Dann habe ich noch den Badezusatz mit, ich glaube, das ist Baloo, oder? Ja, ich glaube schon, von das Dschungelbuch. Das war mein letzter von dieser Variante von den Badezusätzen, leider. Man riecht es auch da noch extrem raus. Der hat mega gerochen. Leider gibt es sie nicht mehr, aber jetzt gibt es andere. Da steht zwar, dass da Crackling Badesalz steht, also
Aber der hat nicht so crackled, finde ich jetzt zumindest. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber der Duft war mega. Und ich finde es schade, dass die nicht mehr gibt. Es gibt andere und ich bin gespannt, wie die sind, aber da bin ich ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr gibt, weil ich fand die eigentlich gut. Dann habe ich leer gemacht, eine Lancaster-Probe von einer Maske. Und ich habe heute nachgeguckt, weil ich habe so überlegt, so was habe ich an Proben noch, was ich verwenden kann. Da habe ich mir gedacht, warte mal. Ich habe noch diese Lancaster Peel-Off-Masken. Die sehen so aus, ja. Es gibt die noch in Roségold und in Gold. Und in Silber gibt es auch. Und mich hat heute in der Arbeit interessiert, ob die noch im Sortiment sind. Die Silberne geht aus dem Sortiment. Muss ich noch irgendwas sagen? Ich fand die Silberne nämlich echt gut. Ich bin ja gespannt, wie die Goldene und die Roségoldene ist. Das werdet ihr dann im Laufe des Aufgebaut-Videos sehen. Aber die Silberne, die hätte man in einen Zug abziehen können. Und die wird auch relativ schnell trocken. Was ich wirklich gut fand. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, die Goldene und die Roségoldene in der Probe. Und die Roségoldene, glaube ich, habe ich sogar ein Original daheim, wenn ich mich nicht irre. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Peel-Off-Masken mag. Also ich bin gespannt, wie die anderen beiden sind. Sage ich euch dann auch im Aufgebraucht-Video. Hätte mir nie gedacht, dass ich ein Peel-Off-Fan wieder werde. Ich hasse eigentlich Peel-Off-Masken, das wisst ihr. Aber die von Lancaster, die war echt gut. Und ich bin gespannt auf die Goldene und auf die Roségoldene. Nur habe ich mir jetzt einen Pinsel gekauft, weil ich habe es mit der Hand auftragen und da habe ich viel mehr Produkt auf der Hand gehabt als im Gesicht, was ich schade fand, weil ich habe es nur da so gehabt und so ein bisschen auf der Stirn und das war's. Und das fand ich ein bisschen schade, weil war Produktverschwendung, finde ich. Also ich habe mir jetzt extra einen Maskenpinsel gekauft, muss ich nur nebenbei mal erwähnen, ja. Zwei Duftproben habe ich leer gemacht, was mich wundert, dass es gerade nur zwei sind. Aber ich versuche in dem Monat mehr aufzubrauchen. Dafür habe ich zwei Düfte aufgebraucht. Darf man auch nicht unaufmerksam lassen, aber dazu komme ich gleich. Ich habe von Valentino den Donna Born in Roma Yellow Dream aufgebraucht. Zweimal. Wir haben die damals bekommen. Und ich habe die zweimal gleich benutzt. Ich fand den mega gut. Hätte ich nicht so viel Düfte, wirklich. Aber der war echt gut. Der war echt gut. Na, irgendwann mal. Irgendwann mal. Vielleicht da schnorre ich mal wieder irgendwas. Aber der war echt gut. Also den habe ich wirklich gerne benutzt. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was drin ist. Ich habe auch das Foto leider nicht mehr. Ich habe ein Foto nämlich gemacht, weil ich einer das geschickt habe, was ich die aufgebrauchten Sachen immer schicke. Und da hat sie gefragt, was da drin ist. Und ich habe den Zettel noch gefunden gehabt. Und da habe ich ihn ihr geschickt. Aber den finde ich echt gut. Das Problem ist nur, ich kann den nur tragen, wenn die eine Kollegin nicht in der Arbeit ist. Weil dann, ich denke automatisch an sie, wenn ich den verwende. Ich mag ihn an mir auch, aber ja, der ist aber, ich finde die Verpackung auch geil. Die kommt da in dem Video leider gar nicht so raus, wie sie in Wirklichkeit ist, aber der war echt gut. Hätte ich nur nicht so viel Scheiß, wirklich wahr. So, ein Rasiergel habe ich auch aufgebraucht. Das war das von Balea, das Tropical Summer. Es war okay. Aber denen kann man eh nicht so hinterher trauen, weil die bringen ja eh jedes Jahr neu raus. Sommer, Winter, da kommt jedes Jahr was Neues raus. Und bis jetzt war jede Limited Edition gut. Wenn ihr euch aber noch erinnern könnt, ich fand ja bis jetzt die Buttermilch-Zitrone am geilsten. Aber ich glaube, das wisst ihr noch. Noch ein Duschgel habe ich leer gemacht von Yves Rocher. Das war das Orange. Das waren jetzt meine letzten. Ich habe keine mehr von der Serie und ich finde das echt schade. Ach, wie traurig ich denn hinterher. Ich habe die letzten jetzt aufgebraucht und ich bin ein bisschen traurig, aber die müssen weg. Ich meine, ich bin froh, dass sie so lange gehalten haben. Ich glaube, es ist schon sehr lang her, wo ich bei Yves Rocher war. Ist das schon 10 Jahre her? Na, 10 Jahre ist nicht. Na, sagen wir 8. 8 Jahre vielleicht ist her. 8. Könnte hinkommen. Jetzt bin ich 7 Jahre bei Müller, jetzt bald. Oh, am 8. August wären es 7 Jahre. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Und ich habe halt davor bei Yves Rocher und so gearbeitet, das wisst ihr ja eh. Und die Duschgel ist gebunkert, wie weiß ich nicht was. Und auch danach noch gebunkert, wie weiß ich nicht was. Und das war ja das Lieblingsduschgel von meinem Bruder und von mir. Und ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt. Ich finde es wirklich schade. Aber was soll ich machen? Gibt es nicht mehr. Gesichtspflege. Habe ich auch ein bisschen was leer gemacht. Habe sie in meinem Favoritenvideo gesehen. Und ich bin ganz, ganz happy. Ich habe von zwei Kolleginnen das Serum geschenkt bekommen. Ich freue mich voll. Habe ich geschenkt gekriegt. Also, beziehungsweise eine hat es mir schon gegeben und die andere Kollegin hat gesagt, sie schenkt es mir auch, weil sie hat es zweimal bekommen. Ich bin so happy drüber, dass ich das kriege. Weil ich fand das echt gut. Ich fand das wirklich gut. Die eine Kollegin war nicht so begeistert von dem.
Mir hat nämlich die Kollegin erklärt, dass sie das nicht vertragen hat. Sie hat auch einen, na Blödsinn, sie hat das Elixier für die Augen verwendet und hat es nicht vertragen. Und sie hat mir alles geschenkt, was sie bekommen hat. Sie hat ein Serum bekommen und Augencreme-Proben und so, und die habe ich alle bekommen. Sie hat nämlich gesagt, sie hat Angst, die auszuprobieren. Und ich liebe aber Oliveda. Also ich bin davon sehr begeistert. Ich habe aber jetzt gehört, dass es schon öfter Fälle gab, wo die Leute Oliveda nicht vertragen haben. Das heißt, wenn ihr euch für die Marke interessiert, versucht lieber Proben zu bekommen. Ich gebe nämlich auch immer Proben her, wenn ich jemandem was erkläre, weil ich das besser finde. Aber so bin wahrscheinlich nur ich, keine Ahnung. Aber ich würde mir das auf jeden Fall... Ich meine, ich bin froh, dass ich das jetzt dann zweimal habe. Ich freue mich schon voll drauf, aber ich würde mir das sowieso nachkaufen. Ich finde, Oliveda ist eine sehr, sehr gute Marke. Das Öl hatte ich sogar noch urlange danach. Also es hat ja eigentlich geheißen, dass das Love Duo ist und dass man die in Kombination verwenden kann oder sollte. Aber ich würde das Serum verwenden in Kombi mit einer Pflege dann, mit irgendeiner anderen. Ich glaube, das wird, glaube ich, noch wirksamer sein als... Ich merke es nämlich jetzt, wo ich das Serum nicht mehr habe, kriege ich halt am Kinn so viele Pickel. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber kann auch an der Maske liegen, was ich mal hoffe. Ja, zwei Düfte haben wir noch und dann haben wir es geschafft. Ich habe Gott sei Dank von Larif den Inn aufgebraucht. Ich kann den Duft nicht ausstehen. Also... war nicht ganz wahr, sondern ich kann diese Larif-Düfte mag ich irgendwie nicht. Aber er riecht schon wie Armani Sie. Ich habe den halt im Spind in der Arbeit hatte ich den, weil mir das zu schade war, wenn mir mein Armani Sie aus dem Spind fällt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du willst den innen eh aufbrauchen und ja. Ich bin immer so stolz auf mich. Jedes Mal, wenn ich ihnen dann Duft in meinen Spind gebe, ich kriege die Düfte da so schnell leer, weil ich die halt täglich verwende. Öfter als natürlich, wenn ich daheim bin, weil ich ja daheim nicht mehr so sprüh wie in der Arbeit, weil ich ja öfter arbeiten bin als daheim. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber der war echt gut. Der war... Also der ist schon sehr, sehr nah dran an dem Armani Sie. Aber ich würde ihn mir nicht mehr kaufen. Ich würde mir diese Dupes generell nicht mehr kaufen. Nö, da kaufe ich mir lieber die Originalen. Da kaufe ich mir echt lieber die Originalen. Weil das ist mir lieber, als wenn ich die Dupes kaufe. Ich meine, man kommt mit dem sehr, sehr lange aus, was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde, dass man mit denen so lange auskommt. Aber ich würde die mir, ehrlich gesagt, nicht mehr kaufen. Ich habe mir die ja damals gekauft, wie die im Set waren mit dem Deo. Und die Deos waren komplett schrecklich. Also würde ich mir, ehrlich gesagt, nicht mehr kaufen. Wenn, dann kaufe ich mir gleich die Originalen. Und ich müsste mir eigentlich gar nichts mehr kaufen. Ich habe genug. Mehr als genug. Den habt ihr vor kurzem erst in einem Video gesehen und ich habe ihn leider schon leer gemacht. Was mich echt traurig macht, weil ich habe den jetzt in der Zeit benutzt, wo ich eben meinen Freund kennengelernt habe. Und das war in der Zeit halt, wo ich auch die zwei Wochen Urlaub hatte. Und wenn ich den Duft rieche, erinnert mich das automatisch dran. Und ich finde das so schade, dass ich mir einen ausgesucht habe, weil ich halt so Angst hatte, wenn ich jemanden wieder kennenlerne und das mit dem Duft verbinde. So wie es beim Gucci eben war. Und jetzt gibt es den nicht mehr. Das ist so ärgerlich. Und ich will die Flasche auch nicht wegwerfen. Ich weiß, ich kleiner Messi. Aber das erinnert mich halt voll an diese Kennenlernzeit. Das ist voll arg. Ich sag ja, das ist das, was mir an den Düften so gut gefällt. Dass man das mit Erinnerung oder so verbindet, das finde ich immer mega. Also das ist was, warum ich in letzter Zeit lieber mehr Düfte verkaufe als Gesichtspflege. Weil ich halt diese Beschreibung und so finde ich viel, viel besser, weil jeder nimmt doch einen Duft anders wahr. Ich finde, das ist zum Beispiel richtig Fruchtcocktail-mäßig, das hat mein Freund gesagt nämlich, dass ich rieche wie ein Fruchtcocktail. Und ich fand, die Beschreibung hat auch passt. Ja, aber den gibt es leider nicht mehr. Leider nicht mehr, aber ich fand den echt gut. Das war von Escada, der Thai Sunset. Den habt ihr ja in der Aufbrauch-Challenge gesehen von mir. Ja, einen kann ich schon streichen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Larif Inn jetzt auch aufgeschrieben habe, aber zwei Düfte in einem Monat finde ich super. Also da kann ich echt nichts sagen. Da kann ich wirklich nichts sagen. Also zwei Düfte in einem Monat finde ich wirklich gut. Wirklich gut. Und ja, ich traue den aber echt hinterher. Den Thai Sunset von Escada. Ich finde den nämlich echt gut. Ich finde den echt gut. Und ich finde es so doof, dass ich diesmal einen ausgesucht habe, was ich halt nicht mehr benutzen will. Nicht mehr benutzen kann. Ich bin ein bisschen daneben heute. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein paar Sachen bin ich mega traurig, dass sie leer gegangen sind. Aber beim Bar bin ich echt stolz. Und es hätte eigentlich mehr sein können. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mein Oberteil macht gerade, was es will. Und das heißt, wir sehen sich dann im nächsten Video wieder.